Liebe Freunde der paradoxen Strategie, ja, was ihr hier seht, ist Europa Universalis 4, aber natürlich noch nicht die Vollversion, die kommt ja erst morgen raus, sondern das Demo, ihr habt es sicher mitbekommen, ein Demo ist erschienen, was ich mir natürlich geladen habe und ich habe mir gedacht, ich werde nicht viel Zeit verlieren und werde schon jetzt ein Voting starten und zwar könnt ihr entscheiden, mit welcher Nation ich mein erstes Let's Play beginne. Ja, das mache ich anhand dieses Demos. Dafür genügt das. Ich starte natürlich kein Let's Play mit dem Demo. Das ist ganz klar. Wie wird das funktionieren? Ich werde euch jetzt hier 5 Länder zur Auswahl stellen, auf die ich Lust habe, die ich mir vorstellen könnte zu spielen. Und ihr könnt entscheiden, welches von diesen 5 Ländern es denn sein wird. Vom Verfahren her machen wir das so. Ich hoffe, das klappt. Ich habe es noch nie gemacht, aber wir versuchen es einfach mal. Es wird unter diesem Video 5 Kommentare von mir geben. In jedem Kommentar wird ein Land einfach nur stehen und ihr müsst, um euch für dieses oder jenes Land auszusprechen, dort einfach den Kommentar positiv bewerten, also einen Daumen hoch zu dem Kommentar machen. Ihr könnt auch gerne mehr als eine Stimme abgeben. Wenn ihr alle 5 Stimmen abgebt, dann ist es so, als ob ihr keine abgebt, ganz klar. Ja, und ich werde, allerdings könnt ihr zwar Kommentare schreiben, aber ich werde sie nicht genehmigen. Das ist nicht böse gemeint, aber sonst zerreißt das quasi diese 5 Kommentare und es wird völlig diffus für euch. Also bitte schreibt am besten gar keine Kommentare hier rein, sondern votet nur. Dann muss ich noch sagen, das Voting läuft bis Mittwoch 20 Uhr. Falls es irgendwie knapp werden sollte, falls es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 2 Nationen geben wird, dann werde ich noch ein kleines Stechen machen. Aber na mal, erstmal sehen, wie es ausgehen wird. Ja, also so ist das Verfahren und jetzt präsentiere ich euch die Länder, die 5 Länder, über die ihr abstimmen könnt. Als erstes, kein richtiges Land eigentlich, und zwar hätte ich Lust, die Hanse zu spielen. Ja, hier in Europa Universalis dargestellt mit 3 Provinzen, Lübeck, Hamburg, Bremen. Ach so, bevor ich weitermache, liebe Leute, eine Sache muss ich noch ergänzen. Das Demo, da gibt es nur den Start 1492. Das Hauptspiel wird 1444 starten. Insofern wird die Karte anders aussehen. Ich werde auch 1444 starten. Bitte lasst euch deshalb nicht davon ablenken. Das ist, glaube ich, auch nicht so wesentlich. Es geht also ja nur jetzt um die Nationenauswahl. Nachher geht es also, wie gesagt, 1444 los. Ja, also nochmal zurück. Die Hanse kann ich mir vorstellen zu spielen. Es ist ja eigentlich historisch keine Nation, kein Land gewesen, sondern ein Zusammenschluss von Kaufleuten, die in unterschiedlichen Fürstentümern, Nationen, freien Städten und so weiter zu Hause waren. Erstreckte sich über den gesamten Ostseeraum, über Teile der Nordsee, hatte Außenposten in Nowgorod, in Bergen, in London, Brücke und so weiter. Ich bin gespannt darauf, wie das neue Handelssystem funktioniert und insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das mit der Hanse besonders gut austesten kann. Ja, es wird also kein, sag ich mal, klassisches Expansionsspiel werden, sondern ein Spiel, was auf Handel und Diplomatie setzt, was darauf setzt, reich zu werden und mit diesem Reichtum Macht und Einfluss zu gewinnen. Das ist also die Wahl Nummer 1, die Hanse. Nummer 2 ist der Deutsche Orden. Der Deutsche Orden, der hat 1492 nur noch 2 Provinzen. Ich glaube, 1444 sind es etwas mehr. Der Deutsche Orden hat ganz viele Optionen. Ganz interessant deshalb für mich zum Spielen, weil er so zwischen West und Ost eigentlich steht. Es gibt eine Möglichkeit, sich ins Reich hinein zu orientieren. Es gibt die Möglichkeit, sich gen Osten zu orientieren. Es gibt die Möglichkeit, sich auf den Ostseeraum zu konzentrieren, sich mit Skandinavien anzulegen. Man kann auch ja versuchen, im Handel stark zu werden. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Spiel. Man muss auf jeden Fall auch ein bisschen Marine sich orientieren. Man hat es mit großen Nationen in der Nachbarschaft zu tun, also man ist bedrängt von Anfang an. Ich denke,
Das könnte spannend werden und das ist meine Variante 2. Der deutsche Orden. So, Nummer 3 ist England. England, ich will zumindest eine klassische Großmacht auch euch zur Auswahl stellen. Ich denke, England wird am Anfang, nicht so schwer zu spielen sein, weil man ja doch relativ in Ruhe gelassen werden kann, isoliert ist. Man hat es vor allem mit Schottland zu tun und hier in Irland Konflikte. Natürlich hat man auch einen Krieg in Frankreich. Hier unten hat man 1444 Provinzen. Das wird in der Tat allerdings schwierig zu halten sein. Ich werde natürlich auch sehr schwer sein. Insofern muss man sich dann entscheiden, will man hier auf dem Kontinent wirklich verlustreiche Kämpfe führen. Also England wird so ein gemischtes Spiel. Natürlich wird Handel eine Rolle spielen, natürlich wird Kolonisierung eine Rolle spielen, aber man wird auch expandieren, man wird sich in Europa engagieren. Also ein klassisches Großmachtspiel. Das ist Nummer 3. Nummer 4 kann ich mir vorstellen, Portugal zu spielen. Auch ja in gewisser Weise ein Klassiker bei Europa Universalis. Das wird traditionell ein sehr stark auf Kolonisierung orientiertes Spiel werden. Amerika, Afrika, Asien, mal sehen, was da so möglich ist, wie reich man werden kann. Handel wird natürlich auch eine größere Rolle spielen. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann votet für Portugal. Und als letztes ein kleinerer Staat hier in Italien. Ich könnte mir vorstellen, mit Mailand zu spielen. Mailand sieht, glaube ich, auch 1444 noch etwas anders aus. Ich weiß es nicht genau, hat wahrscheinlich nur zwei Provinzen. Mailand ist kein reiner Handelsstaat. Mailand ist natürlich stark in der Hinsicht, aber kann sich durchaus auch als Landmacht etablieren und hat natürlich den Stiefel vor sich, wo man expandieren kann. Man wird es zu tun bekommen mit Frankreich, mit Österreich. Das wären so die entscheidenden Mächte sein. Ich denke, das ist auch ein sehr vielseitiges Spiel, ist dort möglich. Und das ist also die fünfte Variante, wenn ihr Lust habt, etwas mehr in den Mittelmeerraum orientiertes zu sehen. Ja, liebe Leute, also ich bin gespannt, wie ihr abstimmen werdet. Wie gesagt, Mittwoch 20 Uhr ist die Deadline und wann ich dann die Uploads starten werde, ich vermute dann wahrscheinlich erst am kommenden Montag. Ich will mir einfach auch ein bisschen Zeit lassen, um das Spiel kennenzulernen. Ich weiß, das ist erst auf dem ersten Blick zu meinem Nachteil. Andere werden früher Let's Plays beginnen, aber ich habe an mich immer so einen Anspruch, dass ich zumindest weiß, was passiert, dass ich eine gewisse Erfahrung zumindest habe und dass ihr auch ein möglichst qualitativ hochwertiges Spiel seht von jemandem, der nicht da irgendwie im Nebel stochert, sondern zumindest etwas weiß, was er tut. Zumal ich auch gleich mit sehr schwer beginnen möchte. Ja, liebe Leute, also ich freue mich, wenn ihr mir treu bleibt, auch wenn ich nicht der Erste sein werde. Ich freue mich, wenn ihr abstimmen werdet und dann werden wir mal sehen, mit welchem Land es losgehen wird. Also, liebe Leute, macht es gut, bis bald, euer Steinwallen.